Wenn es eine Sache gibt, die dich von heute auf morgen von einem durchschnittlichen Trainer zu einem Spitzentrainer macht, dann ist es Vorbereitung. Ja, bereite dich vor und gib in jeder Einheit dein Bestes. Das ist kein magischer Trick, keine geheime Taktik, kein Handball-Hack, den man irgendwie anwendet und schon gewinnt deine Mannschaft jedes Spiel, sondern es ist einfach die Entscheidung, dass du ab sofort dich auf jede Einheit, auf jedes Spiel, auf jedes Gespräch, auf die Saison top vorbereitet. Das ist eine Einstellung und jeder kann sich einfach dazu entscheiden, diese Einstellung zu haben. Und diese eine Entscheidung, die kann dich von heute auf morgen zu einem wirklich, wirklich viel besseren Trainer machen. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dass du immer top vorbereitet bist bei jeder Einheit, bei jedem Spiel, dann ist das eine Sache, die zu deiner Identität wird. Es wird dir sehr, sehr viel Selbstvertrauen geben, wenn du beim Training genau weißt, was passiert und nicht nur weißt, was der Ablauf ist und was das Ziel ist, worauf du dich konzentrieren musst, was du korrigieren kannst oder was du korrigieren solltest, sondern auch du für ja, Eventualitäten gerüstet bist und schon einplanst, was passiert, wenn ich kurzfristige Absagen habe, was passiert, wenn meine Übung nicht funktioniert und ich etwas umändern muss, was passiert, wenn sich ein Spieler verletzt und ich dann was anderes machen muss. Das heißt, du kannst dich wirklich auf so viele Sachen schon vorbereiten. Und diese Vorbereitung, das werden deine Spieler merken. Und das ist dann auch eine Sache, die dir von der Mannschaft aus einen riesengroßen Respekt gegenüberbringen wird. Wenn deine Mannschaft merkt, deine Spieler merken, dass du kein Trainer bist, der unvorbereitet zum Training kommt, dass du kein Trainer bist, der vielleicht im Auto auf dem Weg zum Training überlegt, was gleich passiert, oder im schlimmsten Fall du dich noch in der Halle auf die Bank setzt und dort ein Training planst. Auch das habe ich schon erlebt. Da war ich noch Spieler in einer Mannschaft und unser Trainer hat sich in der Vorbereitung, während wir Fußball gespielt haben, auf die Bank gesetzt und dort sein Training geplant. Da war der bei mir und bei der ganzen Mannschaft schon unten durch, weil wir wussten, dass das, was wir hier machen, jetzt gerade nichts mit einem großen Ganzen, nichts mit einem richtigen Plan zu tun hat, sondern einfach mal gerade, wie es gerade passt. Hauptsache, die Jungs sind irgendwie beschäftigt, dass das so angegangen wird. Also Vorbereitung ist wirklich, das ist das Schöne, es ist einfach nur eine Entscheidung. Das ist nichts Schwieriges. Du musst dich einfach nur dazu entscheiden und das durchziehen und das bei jedem Training machen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, in ganz vielen verschiedenen Themen oder in verschiedenen Bereichen. Also einmal die Vorbereitung auf die Saison an sich, nicht Saisonvorbereitung. Dazu hatte ich schon ein Video vor 2 Tagen gemacht. Das kannst du dir angucken, ist unter den letzten Videos. Sondern wie du dich als Trainer auf die Saison vorbereitest, mit einem Jahresplan zum Beispiel, mit deinem Matchplan für die ganze Saison. Und dann auch, wie du dich auf jede Einheit vorbereitest. Ich gehe auch da hier mit dir Schritt für Schritt durch, wie ich mich auf eine Saison vorbereite, wie ich mich auf jede einzelne Einheit vorbereite, wie ich mich auf jedes einzelne Spiel vorbereite und wie ich mich auf Gespräche, Kommunikation mit Spielern vorbereite. Und da möchte ich mit dir Schritt für Schritt durchgehen und dir ja meine Erfahrung weitergeben, dass du ab sofort, wenn du deine Entscheidung triffst, ich bin ab sofort ein Spitzentrainer, ich bereite mich ab sofort auf jede Eventualität vor, ich bereite mich ab sofort zu 100% auf jedes Training vor, dass du, ja, deine Mannschaft wird dann vermutlich schon beim nächsten Training einen riesen Unterschied sehen. Einmal im Selbstvertrauen, das du ausstrahlst, aber auch wie gut das Training ist. Starten wir mit der Vorbereitung auf die Saison. Und ich gehe jetzt nicht auf die Punkte ein, die zur Saisonvorbereitung gehören, die du mit deiner Mannschaft machst, so also wie zum Beispiel Zielsetzung in deiner Mannschaft, dann die verschiedenen Trainingsphasen, was machst du in der ersten, zweiten, dritten Woche etc. Das alles, wie gesagt, schon im letzten Video, sondern wie du als Trainer einmal dich mental auf eine Saison vorbereitest und mit einem Jahresplan. Wenn deine Spieler merken, dass du einen Jahresplan hast, wo von der ersten Einheit der Saisonvorbereitung bis zur letzten Einheit der laufenden Saison alles Sinn ergibt, dann wirst du mit deiner Mannschaft extrem, extrem riesige Fortschritte machen. Du wirst deine Mannschaft schneller entwickeln, als du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Also erstmal, wie du dich selber als Trainer auf die Saison vorbereitest. Du musst immer wissen, wo möchtest du dieses Jahr mit deiner Mannschaft hin? Was möchtest du für ein Trainer werden? Nicht, was du für ein Trainer gerade bist, sondern was möchtest du am Ende der Saison für ein Trainer sein? Und was musst du bis dahin getan haben? Musst du dich wirklich dazu committen, jede Woche etwas Neues zu lernen, Handballtraining zu lesen, im Coaching Club abonniert zu sein, um dort neue Sachen zu lernen? Brauchst du einen Mentor, der dir Sachen beibringt? Wo
musst du noch ansetzen, dass du zu dem Trainer wirst, der du gerne sein möchtest am Ende der Saison? Das ist so der erste Punkt, den du brauchst. Deine mentale Vorbereitung, wo willst du mit deiner Mannschaft hin und wo willst du für dich selber hin? Und was musst du tun? Was musst du tun als Trainer, um das zu erreichen? Und der zweite Punkt ist dann ein Jahresplan. Im Jahresplan ist wirklich vorher festgelegt, was sind all die Sachen, die du mit deiner Mannschaft erarbeiten musst, um die Mannschaftsziele zu erreichen? Das fängt sehr, sehr grob an, wie, okay, wir müssen ein Tempospiel entwickeln. Das geht dann aber noch viel, viel tiefer rein. Tempospiel entwickeln wäre dann zum Beispiel ein Tempospiel aus unserer 6-0, aus unserer 3-2-1-Deckung. Gibt es da Unterschiede? Ein Tempospiel gegen offensive Deckung, Tempospiel gegen defensive Deckung. Wie sieht die erste und zweite Phase aus? Wie sind die Konzepte in der dritten Phase? Wann geht der Übergang von Tempospiel ins gebundene Spiel über? Das heißt, du merkst schon, man kann von einem großen Thema Tempospiel entwickeln, wo viele Trainer schon aufhören und sagen, okay, ich mache meine Mannschaft im Tempospiel besser, kannst du noch viel, viel genauer reingehen. Und wenn du das am Anfang der Saison zu jedem Thema machst und dann nach und nach all die wichtigsten Bereiche mit deiner Mannschaft abarbeitest, dann wird deine Mannschaft extrem viele Fortschritte machen und deine Mannschaft wird merken, dass du einen Plan verfolgst. Vor allem, wenn du sie auch wissen lässt, dass du einen Jahresplan erstellt hast und was die Inhalte sein werden. Also mach dir wirklich einen Jahresplan, wo du genau siehst, jeder Monat von der ganzen Saison fängt dann entweder im Juni oder im Juli an, wo auch immer du mit der Saisonvorbereitung startest. Dann hast du in jedem Monat Trainingswoche 1, 2, 3, 4. In manchen Wochen, in manchen Monaten gibt es dann auch Trainingswoche 5. Und dann hast du immer für den Monat, kannst du dir 1, 2, 3 Oberthemen rausschreiben. Und dann schreibst du dir schon mal für jede Einheit füllst du, bevor die Saison losgeht, für jede Einheit füllst du bereits, welche oder für jede Trainingswoche füllst du bereits, welches Thema du in dieser Trainingswoche behandeln möchtest. Dann hast du pro Trainingswoche ein Thema und wenn du möchtest, kannst du innerhalb der Trainingswoche, wenn du zum Beispiel drei Einheiten hast, noch genauer reingehen und sagen, erste Einheit mache ich das, zweite Einheit mache ich das, dritte Einheit mache ich das. Beispiel Tempospiel. Wenn du sagst, in dieser Trainingswoche möchte ich das Tempospiel gegen defensive Deckung verbessern, ja, oder das einführen, dann könnte in der ersten Trainingseinheit sein, dass man dort das Timing reinkriegt und Absprachen, wann gehen wir erste und zweite Phase, wann gehen wir in die dritte Phase und wann brechen wir ab, dass wir das mit der Mannschaft trainieren. In der zweiten Einheit könnte dann sein, dass du ein Konzept einführst gegen die 6-0-Deckung, die ihr dann in der dritten Phase spielt. Und dann könnte, dass man von der dritten Phase anfängt, das ist das Konzept. Und dann könntest du reingehen in der dritten Trainingseinheit, wie spielen wir in der zweiten Phase, wie überlaufen wir gegen defensive Deckung etc. Das dann natürlich auch einen Übertrag hat gegen andere Deckungsformationen, die erste und zweite Phase. Aber so kann man das wirklich, wirklich aufgliedern. Und wenn du das hast, einen Jahresplan, du weißt die Schwerpunkte für den Monat, du weißt sogar die Schwerpunkte für die Woche. Und dann gehst du noch tiefer rein, du hast schon jede Trainingseinheit vorgeplant, dann wird deine Mannschaft begeistert sein und vor allem wirst du merken, wie du dich, wenn du dich daran hältst, das ist natürlich noch die andere Sache. Vorbereitung ist die erste Sache, Execution, dann wirklich umsetzen ist machen, ist dann die zweite Sache, die extrem, extrem wichtig ist. Aber wenn du dich daran hältst, nach und nach und nach einfach deinem Plan zu folgen und deinem Plan zu vertrauen, weil du hast ihn ja aus einer, du hast ihn ja mit Sinn gemacht, du hast dich damit beschäftigt, du hast da richtig Gehirnschmalz reinlaufen lassen oder reinfließen lassen, dass das ein optimaler Plan ist mit den Sachen, die du mit deiner Mannschaft entwickeln musst und erreichen musst, um am Ende euer Ziel zu erreichen. Sei es Aufstieg, sei es Klassenerhalt oder einfach sei es Spaß haben und die Mannschaft an sich besser zu machen. Das können ja alles sehr, sehr gute Ziele sein. Du musst dich nur entscheiden und dann kannst du wirklich Schritt für Schritt, Woche für Woche, Monat für Monat das planen. Das ist unglaublich, unglaublich mächtig. Macht das bitte, das ist unfassbar. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, mit dem Jahresplan gearbeitet habe und die ganze Saison mit meiner Mannschaft daran, ja, gearbeitet habe, merkte man wirklich, wie aus der Hinrunde, wo Mannschaften, die in der Hinrunde noch mitgehalten haben, in der Rückrunde dann locker mit 5 Toren, 10 Toren oder auch 15 Toren aus der Halle geschossen wurden. Man merkt einfach den Unterschied, wenn ein Trainer mit seiner Mannschaft strikt auf oder quasi Sache nach Sache nach Sache arbeitet und strikt bei jeder Einheit die Mannschaft in einem Bereich besser macht. Oder wenn ein Trainer so ein bisschen nach Lust und Laune gerade guckt, ach, heute mache ich das, heute mache ich das, heute mache ich das, heute mache ich das, merkt man einen unfassbar großen Unterschied. Das nächste Thema
ist Vorbereitung aufs Training, auf jede einzelne Einheit. Und hier möchte ich dich jetzt ein bisschen durch einen Prozess durchführen, wie ich mich auf jede Einheit vorbereite, was du im Optimalfall auch machen kannst. Du kannst auch aus diesem Prozess Sachen übernehmen, die du gut findest, Sachen, die du nicht gut findest, verwirfst du. Du kannst sie natürlich auch upgraden, wenn du noch Sachen hast, die aus deiner Sicht noch besser für dich funktionieren. Überhaupt kein Problem. Aber Vorbereitung aufs Training ist das Wichtigste. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste in der ganzen Saison. Gut vorbereitet aufs Training ist wichtiger als im Spiel, weil im Training bereitest du deine Spieler natürlich aufs Spiel vor. Wir wollen im Training, wollen wir wirklich zu 100% fokussiert auf einen Schwerpunkt sein. Ein Schwerpunkt kann sein, ich habe ein oder zwei Sachen, die ich im Training korrigiere, mehr nicht. Darauf fokussiere ich mich als Trainer. Und wie bereite ich jetzt ein Training vor? Ich habe als allererstes einmal die Regel, dass es Absagen zum Training nur mindestens 24 Stunden vorher gibt, damit ich mein Training auch einen Tag vorher planen kann. Genauso ist es kommuniziert mit der Mannschaft. Es ist genauso kommuniziert, ihr wollt das beste Training haben, was möglich ist. Ich möchte euch das bestmögliche Training bieten, aber damit ich das bestmögliche Training entwickeln kann, entwerfen kann, muss ich das einen Tag vorher machen, damit nichts dazwischen kommen kann und damit ich das in Ruhe machen kann. Und dafür brauche ich eure Absagen mindestens 24 Stunden vorher. Alles darunter wird nicht akzeptiert, du kommst zum Training, Pech gehabt. Das ist so die erste Regel, die ich setze, damit ich als Trainer, wie schon gesagt, ich einfach versichern kann, dass ich bestmöglichst vorbereitet bin. Und dann setze ich mich in Ruhe hin. Ich habe meinen Jahresplan. Ich habe meinen Schwerpunkt für die Woche, ich habe eventuell schon meinen Schwerpunkt für das Training, wo ich genau weiß, das wird heute trainiert. Und dann gehe ich wirklich von Trainingsabschnitt weiter und entwerfe Übungen, die Sinn ergeben, die aufeinander aufbauen, die alle mit dem Schwerpunkt zu tun haben. Vom Aufwärmspiel wird bereits der Schwerpunkt der Trainingseinheit aufgegriffen. Im Aufwärmspiel, wenn wir zum Beispiel ein Thema haben, Angriffsthema, Sperre setzen zum Beispiel, dann habe ich bereits ein Aufwärmspiel, man könnte Basketball spielen und dann werden in diesem Basketballspiel wird eine Regel eingeführt, dass Körbe nach einer erfolgreichen Sperrstellung, wo die Sperre angenommen wird und dann ein Punkt erzielt wird, doppelt zählen zum Beispiel. Das heißt, dass schon im Aufwärmspiel der Schwerpunkt der Einheit aufgegriffen wird, darauf hingeführt wird. Dann habe ich ein Athletiktraining, Krafttraining, was auch immer, wie man das nennen möchte, was auch zu dem Schwerpunkt passt. Das heißt, wenn wir in dem Beispiel bleiben mit Sperrstellung, könnte man wunderbar in Partnerarbeit verschiedene Schiebewettkämpfe machen, Drückwettkämpfe, dass man das auch schon dort mit drin hat. Und jetzt geht es wirklich dann darum, erst einmal das Training wirklich Schritt für Schritt zu planen, Grundübungen, wo bin ich jetzt gerade, muss ich noch eine Technik einführen, muss ich eine Taktik einführen, wie mache ich das? Aber was bei mir ganz, ganz wichtig ist bei der Trainingsplanung ist, erstens, was korrigiere ich als Trainer? Ich setze mir ein oder zwei Korrekturschwerpunkte fest. Schon vorher, bei der Trainingsplanung, schreibe ich mir auf zu jeder Übung, worauf kommt es hier an, was möchte ich hier korrigieren? Und ich kann mir auch schon aufschreiben, wo in der Halle positioniere ich mich oder gibt es vielleicht verschiedene Positionen, die ich einnehmen möchte in der Halle, um aus verschiedenen Positionen das Spiel, die Übung zu beobachten und von dort dann zu korrigieren, die Spieler zu feedbacken. Und ich plane ein, wie bekomme ich eine möglichst hohe Wiederholungszahl rein, dass die Bewegung, der Ablauf, die Sperrstellung aus unserem Beispiel möglichst häufig wiederholt wird, gepaart mit wie kriege ich es eingebaut, dass ich möglichst viele Korrekturen geben kann. Das heißt, das ist auch schon geplant. Ich plane schon ein, wie ich die Wiederholungszahl hochdrehen kann, wo ich Korrekturen gebe und was die Korrekturen sein werden. Plus bereits einplanen, wenn dann doch mal was dazwischen kommt, eine kurzfristige Anmeldung, die eigentlich nicht kommen soll, was aber immer passieren kann, oder ein Spieler verletzt sich und wir sind auf einmal eine ungerade Anzahl und jetzt geht meine Übung nicht mehr auf. Was kann ich da machen, wenn so etwas passiert? Aber auch, wenn die Übung A zu schwer ist oder sie aus anderen Gründen nicht klappt, weil ein Laufweg, den ich mir überlegt habe, im Timing in der Halle dann nicht funktioniert. Dann überlege ich mir schon direkt in der Trainingsplanung, was sind Alternativen, wie kann ich diese Übung entweder umwerfen, um trotzdem noch den Schwerpunkt zu trainieren, oder wie kann ich diese Übung leichter machen oder wie kann ich diese Übung schwerer machen.
wird alles schon vorher mitgeplant und ich kann und ich gehe auch mit Zettel in mein Training und ich benutze den Zettel auch. Notizen sind überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe auch hier für dieses Video habe ich hier Notizen und ich gucke lieber auf die Notizen und bin nicht eitel und sage, ey, ich gucke hier nicht hin, ich brauche keine Notizen, sondern ich gucke da drauf, weil ich weiß, da stehen wertvolle Sachen und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und genauso ist es im Training. Ich möchte meiner Mannschaft nicht das bestmögliche Training vorenthalten und deswegen habe ich auch meinen Zettel dabei und ich gucke da auch mal drauf und ich gucke da auch in Ruhe drauf, wenn ich dort den entsprechenden Mehrwert habe, um ihn dann ins Training einzubauen. Ganz, ganz wichtig, sei nicht schüchtern, irgendwie auf einen Zettel zu gucken, einen Zettel mit ins Training zu nehmen, das ist ganz, ganz normal. Und deine Spieler werden es auch verstehen, sie werden dir danken, wenn sie wissen, dass du einen Zettel hast, dass du drauf guckst, damit sie das beste Training haben. Nichts anderes. Und so bereite ich mich dann auf jede einzelne Einheit, jede Woche, jeden Monat, die ganze Saison über vor. Super wichtig. Und genauso wie es bei den Übungen ist, wie ich es gerade erklärt habe, geht es natürlich dann auch für die Grundspiele, dass ich mir direkt plane Spielformen, die auf die Übung aufbauen. Ich plane direkt ein, wie sie möglichst handballnah ist und auch da die Spielformen, wie kann ich sie noch variieren, um sie noch handballnäher zu machen, um mehr Drucksituationen zu erstellen, um sie noch anspruchsvoller zu machen und was kann ich machen, falls die Spielform nicht funktioniert, um es eventuell leichter zu machen für meine Mannschaft. Das muss alles eingeplant sein und auch da, ich plane mir wieder ein, wo positioniere ich mich als Trainer, welchen Schwerpunkt möchte ich in dieser Spielform korrigieren und welches Ziel möchte ich damit erreichen. Und dieses Ziel, das werde ich auch der Mannschaft dann kommunizieren und in meinen Korrekturen zu diesem Ziel hinarbeiten. Und auch zum Abschluss, hast du dir vermutlich schon gedacht, Abschlussspielchen, Zielspiel nennt man dann, ist auch natürlich mit dem Thema behaftet. Wenn wir beim Schwerbeispiel bleiben, kann man sich dort einfach machen und auch dort sagen, Tore nach erfolgreicher Sperrstellung zählt doppelt. Du merkst schon, das ist alles überhaupt gar kein Hexenwerk. Man muss es einfach nur tun. Du musst dich einfach nur wirklich vorbereiten. Und genauso ist es auch beim Spiel. Beim Spiel, die Vorbereitung nehme ich jetzt mal so in zwei Blöcke. Als allererstes musst du dich natürlich auf den Gegner vorbereiten. Das heißt, du suchst dir entweder Videomaterial raus, wenn es Videomaterial gibt. Wenn es kein Videomaterial gibt, hast du auch andere Möglichkeiten, wie du dich auf den Gegner vorbereiten kannst. Du kannst mit anderen Trainern in der Liga telefonieren, die diese Mannschaft kennen, die schon dagegen gespielt haben, um dort Informationen zu holen. Und dich natürlich revanchieren, indem du dem Trainer auch Infos gibst über seine nächsten Gegner, die du eventuell kennst. Das heißt, nur weil es kein Videomaterial gibt, ist es keine Ausrede, dass man sich nicht auf den Gegner vorbereiten kann. Du kannst auch, bevor die Saison losgeht, kannst du dir bereits raussuchen, wann deine Gegner bei dir in der Nähe spielen, dass du dort einfach zum Spiel hinfahren kannst und entweder selber filmen oder dir einfach dort vor Ort den Gegner analysieren und Notizen machen, um dich auf den Gegner vorzubereiten. Es gibt einfach keine Ausrede, warum du dich nicht auf einen Gegner vorbereiten kannst. Und wenn diese Gegnervorbereitung einmal du den Analysepart selber gemacht hast, musst du gucken, oder dann gucke ich, wie bringe ich es meiner Mannschaft bei? Was sind die wichtigsten Dinge? Wie kriege ich es hin mit meiner Mannschaft, direkt Lösungen für die Probleme, für die Stärken und Schwächen des Gegners auszuarbeiten, dass wir im Spiel damit dann erfolgreich sind? Das heißt, ich suche mir die Stärken im Angriff aus und gucke, wie kann ich diese neutralisieren? Ich suche mir die Schwachpunkte in der Abwehr aus, seien es einzelne Spieler, seien es verschiedene Auftakthandlungen, die dagegen funktionieren, seien es verschiedene Szenarien mit Verlagerungen. Die gucke ich mir alle an und dann gucke ich, wie passt das auf meine Mannschaft, damit ich das möglichst gut ausnutzen kann. Ich gucke mir den Torwart an. Ich gebe den Spielern Tipps aus den Torwartmustern, die ich analysiert habe, wie sie im Optimalfall abschließen können. Den Torhütern gebe ich Videomaterial oder wenn kein Videomaterial vorhanden, gebe ich den Wurfbilder von den wichtigsten Schützen der Angreifer. Plus, hier kommen wir wieder zur Trainingsvorbereitung. Ich bereite dann im Training auch spezielle Torwartübungen vor. Kann entweder im Torwart einwerfen sein oder kann Wurfübung für Spieler sein, wo Laufwege der Angreifer gepaart werden mit deren häufigsten Würfen, sodass ich meine Torhüter schon im Training auf Laufwege und Wurfmuster von den Angreifern, natürlich nicht von jedem Angreifer, aber von den wichtigsten Angreifern, darauf vorbereiten kann. Super, super wichtig. Du kannst so viel mit der Gegneranalyse machen. Da ist es auch wieder nur die gleiche Sache.
Du musst dich dazu entscheiden, dass du ein top vorbereiteter Trainer sein möchtest. Und dann musst du die Arbeit machen, dir Videomaterial zu holen, Infos zu holen, zu einem Spiel zu fahren, den Gegner zu analysieren. Ich weiß, das ist Arbeit, aber wenn du der beste Trainer deiner Liga werden möchtest oder vielleicht auch höher kommen möchtest als Trainer, dann muss man diese Arbeit tun. Und dann wirst du auch erstens den Respekt deiner Mannschaft bekommen, du wirst mit super Selbstvertrauen in das Spiel reingehen, du wirst direkt Lösungen wissen, wie du im Spiel auf bestimmte Situationen reagierst und dann wirst du dadurch auch einfach sehr, sehr erfolgreich werden. Und dann gibt es natürlich noch die Vorbereitung am Spieltag. Also die Mannschaftsvorbereitung haben wir jetzt schon gemacht im Training, wie man die Mannschaft auf den Gegner vorbereitet. Aber auch du selber. Wie vorbereitest du dich selber am Spieltag aufs Spiel vor? Und das beginnt schon morgens mit den richtigen mentalen Übungen, dass du nochmal durchgehst, ne, kannst deine Gegneranalyse nochmal durchgehen, du kannst schon mal Lösungen überlegen im Coaching, was mache ich, wenn das passiert, was mache ich, wenn dieser Spieler ausfällt, was mache ich, wenn die Gegner das und das gut machen. Das heißt, du kannst dir auch dort schon mal Lösungen fürs Coaching überlegen, damit du sie später dann im Spiel leichter abrufen kannst, weil du sie schon antizipiert hast. Wenn du möchtest, kannst du auch da einen Zettel machen. Ja, du kannst dir auch da einen Zettel machen für Stärken, Schwächen der Gegner, wie du sie ausnutzen, wie du sie neutralisieren möchtest, damit du da nichts vergisst. Du kannst dir auch schon zu Hause Gedanken drüber machen, wann du Spieler auswechseln möchtest, wie du wie du die Kräfte deiner Spieler verteilen möchtest, wer Startsieben ist. Das kommt nicht alles nur aus dem Bauchgefühl, das kann schon alles sehr, sehr gut vorbereitet sein, dass du dich beim Spiel, wenn du in der Halle bist, dich mit diesen ganzen Sachen nicht mehr beschäftigen musst, sondern da dann ganz locked in sein kannst, schon an dem Tag, wenn du in der Halle bist und beim Aufwärmen bist, da schon die gegnerischen Spieler beobachten kannst, gucken, ob du noch irgendwelche Änderungen vornehmen musst, weil irgendjemand nicht da ist oder jemand, der verletzt war, jetzt auf einmal wieder da ist, jemand scheint einen guten Tag zu haben, einen schlechten Tag etc., dass du dort vor Ort dann direkt die nächsten Anpassungen treffen kannst. Dann sei auf jeden Fall rechtzeitig sehr, sehr früh in der Halle. Im Optimalfall bist du der Erste, der in der Halle ist, damit du auch dort, wenn es ein Heimspiel zum Beispiel ist, du inspizieren kannst, ob noch irgendetwas dazwischen kommt. Vielleicht sind die Tore kaputt, dann können die Tore schon mal repariert werden. Ansonsten wird dir das nachher alles Konzentration rauben. Wenn die Schiris eine halbe Stunde vorm Spiel kommen und dann 20 Minuten vor Spielbeginn merken, okay, hier ist ein Tor kaputt oder irgendwas stimmt mit der Halle nicht, und dann musst du dann schnell, weil du im Amateurbereich dafür ja verantwortlich bist, dann musst du schnell eine Lösung finden, Tor reparieren, Halle reparieren, was auch immer nicht passt, das Licht passt vielleicht nicht. Und das nimmt dich dann total aus dem Flow, aus der Konzentration, die du fürs Spiel brauchst, wirft dich da komplett raus. Das heißt, sei der Erste in der Halle, bereite dich dann in der Halle mental vor, guck, ob alle Sachen stimmen, dass möglichst wenig Sachen dazwischen kommen können. Oder auch so einfache Sachen wie Schiedsrichter werden ja auch am Ende bezahlt. Bezahlst du sie? Bezahlt sie wer anders? Wo ist das Geld? Wie kriege ich das hin? Wo kommt die Abrechnung hin? Solche Sachen, sind alle Pässe da, beziehungsweise Pässe sind ja elektronisch. Das schon vorher dann vorbereitet oder möglichst früh vorbereitet. Kümmerst du dich selber drum, kümmert sich wer anders drum. Dass du möglichst wenig organisatorische Sachen hast, wenn du dann wirklich in der Halle stehst und das Spiel dann bald losgeht. Plus, super, super wichtige Sache. Bereite dich auf die taktische Ansprache vor, die ja so 45 Minuten vorm Spiel ist, und bereite dich schon auf die emotionale Ansprache vor, die 2-3 Minuten vorm Spiel ist. Du weißt genau, was du sagen möchtest. In der taktischen Ansprache, du kannst jetzt nicht wie beim Training jede einzelne Sache raushauen und deine Spieler 10 Minuten zutexten, aber da die wichtigsten 2-3 Punkte, auf die sich heute konzentriert werden. Und bei der emotionalen Ansprache, den wichtigsten Punkt, auf den sich heute konzentriert wird, und wie kriegst du deine Mannschaft in den richtigen Mut, dass sie rausgehen, um ja wirklich mit der breiten Brust, Siegermentalität bereit zum Spielfeld zu betreten. Kommen wir zur Vorbereitung auf Gespräche mit Spielern. Gespräche mit Spielern können alles Mögliche sein. Es kann sein, wenn es gut läuft, Feedbackgespräche. Es kann sein, wenn es nicht so gut läuft. Es kann sein, Spieler für die nächste Saison bereits bei sich selber weiter zu verpflichten. Es kann sein, dass du ein Tracking aufgesetzt hast. Ne? Jeder Spieler hat individuelle Ziele und ihr habt wöchentlich, trackt ihr die Fortschritte und dann bereitest du dich oder dann hast du immer ein Gespräch mit den Spielern, 2-3 Minuten, wo geguckt wird, wo sind wir auf dem Weg zum Ziel, was können wir besser machen, was müssen wir anders machen, was machen wir genauso weiter.
Und auch auf solche Kleinigkeiten bereite dich davor. Wenn es wirklich um Tracking geht, du hast die Daten schon vorher, du hast die Daten schon ausgewertet, du weißt schon, was du dem Spieler sagen kannst, du weißt schon, welche Verbesserungen du ihm eventuell sagen kannst, wenn es nötig ist. All das weißt du schon vorher. Das kommt nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus. Wenn es schwierige Gespräche gibt, weil es entweder in der Mannschaft nicht so gut läuft, ein Trainer, ein Spieler ein bisschen quer geht oder du selber als Trainer irgendetwas verbrochen hast, dass du ja etwas ausbügeln musst, bereite dich auf diese Gespräche vor. Einfach nur, wenn du weißt, ungefähr, was du sagen möchtest, wo das Gespräch hingeht, was dir wichtig ist, was dem Gegenüber in dieser Situation wichtig ist. Wenn du dich da schon mal in den Gegenüber hineinversetzen kannst, was ihm wichtig sein wird bei einem Feedback-Gespräch zum Beispiel oder wenn es nicht so gut läuft, aber du seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt setzt und du das schon antizipiert hast, dann wird sich dieser Spieler in dem Gespräch viel, viel mehr wohlfühlen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich auf jedes Gespräch mit jedem Spieler so vorbereitest, als wäre es ein Jobinterview, als wäre es eine Gehaltsverhandlung oder auf was für andere Gespräche oder mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Gespräche, die dir super, super wichtig sind. Jedes Gespräch mit deinem Spieler, jedes Gespräch mit deiner Mannschaft ist super wichtig und muss genauso vorbereitet werden. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar nenne ich das mit System zum Erfolg. Und da geht es wirklich darum, wir haben jetzt gesprochen über ganz viel Vorbereitung und Lernen ist ein Teil von Vorbereitung. Du musst dich regelmäßig weiterbilden und so mache ich es auch. Ich probiere jeden Tag etwas Neues zu lernen. Bei mir ist es mehr, weil ich jetzt aktiv ja gerade nicht mehr Trainer bin, sondern ich Handball-Hacks betreibe. Ich möchte aktiv jeden Tag auch etwas aus der Trainerperspektive lernen, was ich an ja, die Mitglieder im Coaching Club und auch hier über YouTube weitergeben kann. Aber auch im Business-Kontext, ne, wie man ein Unternehmen führt, wie man mit Mitarbeitern spricht, all die Sachen, die ja mitzukommen, auch da muss ich regelmäßig lernen. Das heißt, ich probiere jeden Tag etwas Neues zu lernen und genau so ist es auch als aktiver Trainer. Du musst regelmäßig, im Optimalfall, jeden Tag beschäftige dich mit Handball, beschäftige dich mit Taktiken, beschäftige dich mit deiner Mannschaft. Einfach mit dem Ziel, dass du konsequent probierst, dich weiterzuentwickeln. Und das ist ein Teil von Vorbereitung. Du bereitest dich quasi auf den Erfolg vor, indem du neue Sachen lernst, neue Sachen ausprobierst, vom Wissen von anderen Trainern davon profitierst. Du kannst zu anderen Trainingseinheiten hinfahren, dir dort Training angucken. Du kannst im Internet, wie gesagt, bei mir im Coaching Club gibt es so gut wie jeden Tag neue Videos, neuen Content. Und da gibt es schon tausende Stunden, gesagt, natürlich ein bisschen übertrieben, aber es gibt so viel Videomaterial, Videokurse, die du dir angucken kannst. Einfach nur, um dich als Trainer weiterzuentwickeln. Ja, Stillstand ist Rückschritt, wie man so schön sagt. Lerne jeden Tag, werde ein immer und immer besserer Trainer, beschäftige dich mit Handball jeden Tag, auch wenn es nur ein bisschen ist. Wenn du dich jeden Tag nur 10, 15 Minuten mit Handball beschäftigst und eine neue Sache lernst, kann das ein Trainer, der nur alle Jahr zu einer Fortbildung geht für eine Lizenzerweiterung, wo er dann einmal 4 Stunden sitzt, der kommt mit dir überhaupt nicht mit. Wenn du das machst und dann jede Woche dadurch 1,5 Stunden Weiterbildung als Trainer hast, und dich wirklich aktiv mit Handball beschäftigt, hey, es wird so abgehen, du wirst dich so schnell entwickeln und dadurch wird sich deine Mannschaft auch einfach so schnell entwickeln. Dabei ist es dann ganz wichtig, dass du dir Ziele setzt, wie ich am Anfang schon mal angesprochen habe. Setz dir Ziele, wo möchtest du hin? Und nicht nur für ein Jahr, für diese Saison, sondern setz dir auch Ziele, wo möchtest du langfristig hin? Möchtest du Profitrainer werden? Möchtest du Drittligatrainer werden? Hast du einen bestimmten Verein, wo du die erste Herren, die erste Damenmannschaft trainieren möchtest? Möchtest du vielleicht A-Jugend-Bundesliga trainieren? Was sind deine Ziele? Möchtest du endlich die B-Lizenz machen oder möchtest du die A-Lizenz machen? Überleg dir Ziele und dann guck, wie du dorthin kommst und lerne die entsprechenden Sachen, um näher zu deinen Zielen mit hinkommen. Ganz, ganz wichtig, all das fällt in den Bereich Vorbereitung, und zwar Vorbereitung auf Erfolg. Und um den Punkt noch ganz kurz abzuschließen, wo wir jetzt schon gesagt haben, die langfristige Planung. Wenn du zum Beispiel schon weißt, zu welchem Verein du gerne mal möchtest, in welcher Liga du trainieren möchtest, auch dann ist es, sprich diese Vereine an, sag, dass du langfristig dorthin kommen möchtest, was musst du tun, um dort Trainer zu werden, wie kannst du dich in dem Verein schon einbringen, kannst du bereits Co-Trainer werden, kannst du irgendwelche anderen Mannschaften dort trainieren und bereite auch diese Gespräche mit den Vereinen so, so vor, als wäre es ja ein richtiges Jobinterview zum Beispiel. Ja, du kannst wirklich Vereine langfristig ansprechen und sagen, ey, mein Ziel ist es, ich möchte in 5 Jahren bei euch die erste Herren trainieren.
Ich bin ein super engagierter Trainer, ich entwickle mich extrem schnell, ich lerne jeden Tag Handball dazu. Ich weiß, ich liebe euren Verein, ich weiß, dass ich euch Mehrwert bringen kann. Ich fange jetzt schon gerne als Co-Trainer oder als Helfer bei dieser und dieser Mannschaft an. Wie können wir zusammenkommen, dass ihr einen richtig geilen Trainer habt in 5 Jahren und dass ich fit bin dafür, diese Mannschaft zu übernehmen? Das könnte ein Weg sein, wie man sich selber vorbereiten kann auf die Ziele, die du selber als Trainer erreichen möchtest. Und damit würde ich sagen, war es heute wieder ein intensives Video und ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer du dieses Video anguckst, und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder.